Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, Ladies and Gentlemen, liebes Publikum. Willkommen zur 36. Folge von Newcomer TV. Wir wenden uns einem Konzert in der Musikhalle Portstraße zu, was letztes Jahr im November stattgefunden hat. Und hier möchte ich euch eine Band präsentieren aus Darmstadt, die mit groovigen Progressive Folk Rock unterwegs ist. Ja, mal melancholisch verträumt, mal rockig verspielt. Auf jeden Fall kriegen die Jungs musikalische Inspiration von Künstlern wie zum Beispiel Jeff Buckley oder Radiohead. Die drei jungen Musiker aus dem Rhein-Main-Gebiet haben sich der dunklen Seite akustischer Popmusik verschrieben. Ladies and Gentlemen, von euch ein Riesenapplaus und natürlich viel Spaß bei dem Konzert von The Ecstatic Voyager. Cannot capture the fear in our eyes. Sons, cover your home. Deliver the cruel priest that falls. Behind for too long. Now we're
climbing summits for the thrill. All along, now we're riding down the hill. Even if we will return, we could learn how to beware of getting ill with the rising of the sun. We'll take a break and then move on. Right upon, these winds are taking us to a whole new approach. All stuck behind the wheel with our eyes fixed on the road. These winds are taking us to a whole new approach. Playing no doubt games with infinity. Since I'm trapped inside this hole, first I lost myself and then reality, and in the end I've lost control. Please save me, I can't take it all. In the aftermath of eternity, this is where I find my peace. Sleepless nights and a glimpse of insanity. So take my hand and set me free. Save me, I can no longer take it all. Please save me, and if you can, just save my soul.
Habe ich euch zu viel versprochen? Eine fantastische Band auf jeden Fall, die es sich sicherlich lohnen wird, auch in den nächsten Jahren noch weiter zu beobachten. Und vor allen Dingen freue ich mich auf viel, 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 viel guter Musik von den Ästhetik Voyager. Jetzt geht es weiter mit einer Band von illustren Herren, die alle schon ein bisschen älter sind, aber in ihrem Herzen absolut junge, knackige Rock'n'Roller geblieben sind. Heavy Pop at its best, so ungefähr titulieren sie ihren Sound und machen einen Musikstil zwischen Pop, Hard Rock oder 70er Jahre Rock und wie sagt man, würzen das Ganze noch mit ein bisschen Post-Grunge und was auch immer ihnen noch in ihren eigenen Plattenregalen an Musik sozusagen entgegenklingt. Sie sind schon viele, viele Jahre unterwegs und waren auch Finalisten für den Deutschen Rock- und Pop-Preis 2017. Das heißt, sie wurden sozusagen geadelt mit ihrer Musik. Und wir haben lange überlegt, wollen wir sie? Und wir haben diskutiert und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, wir möchten sie euch präsentieren. Es lohnt sich, sich dieser Musik anzunehmen und ja, vielleicht Fans von dieser Musik zu werden. Ladies and Gentlemen, ein Riesenapplaus von euch für das Konzert und für die Jungs von Falb.
it's haunting thrill at the end of the line. Memories come dressed to kill. Now we refuse to face the truth. Can you tell now who's to blame? Don't remember me that way. Like there's nothing worth to recall. If you really feel that way, you better don't remember me at all. Next time remember big mistake. And she was heading soul and heartbreak. I wouldn't see that face no more. Now ruined to the bone. Who thinks love on my mind in a wasteland of my own? I roam with a heart all deaf and blind. Don't remember me that way. Like there's nothing worth to recall. If you really feel that way, you better don't remember me at all. Dankeschön! Ja, toll! Ey, echt, wirklich knackige Band, Falb aus Frankfurt. Und ich hoffe, ihr geht auf ihre Konzerte, auf die Konzerte dieser wunderbaren Band. Bevor ich mich verabschiede von euch, möchte ich euch noch einen Künstler aus dem Taunus ans Herz legen und gleichzeitig den Clip der Woche ansagen, nämlich Marvin mit seinem wunderbaren Song. Und tschüss, das war euer Seppel von Newcomer TV. Wir sehen uns demnächst. Just now.